So, hallo. Mir war danach, dass ich mal wieder was Neues aufnehme. Also ich glaube, es gab ja wahrscheinlich schon ein Update, aber ich kann leider nicht updaten und ja, ist halt ein bisschen blöd, da ich kein Internet im Moment am PC habe. Aber ich finde das Spiel trotzdem so wahnsinnig toll. Von daher würde ich das gern auch spielen. Doof ist, es gibt's nur in Russisch und in ja. Englisch, also ich könnte ja Russisch wählen, ja. Meine Russischkenntnisse wären genauso gut. Wobei, ich würde sagen, genauso gut wie Japanisch. Wobei, ich glaube, ich könnte sogar besser sein Japanisch. Aber ich kann in beiden Sprachen nicht wirklich viel. So gut, ich hoffe, der Ton passt einigermaßen so. Ich habe es jetzt ja, auf relativ nicht so laut gestellt. Wir spielen so auf Singleplayer. Ich habe schon mal bis auf Tag 57 gespielt. So, wir spielen jetzt hier. Ich create auf Slot 1 einen neuen Char. Gibt's Willi, Annie, Toni, Alice. Ah, so weit sind wir sogar schon. Toni, Alice. Ich fand irgendwie Annie cool. Ich weiß nicht, was da die Besonderheit ist bei. Also bei meiner habe ich Annie gespielt. Ich könnte fast Alice auch machen. Ich weiß nicht, irgendwie schaut die süßer aus, aber ich weiß nicht wieso. Vielleicht weil die ein bisschen mehr Textur hat an den Haaren. Und Alice nicht. Aber wir nehmen einfach mal Alice. Spontan halber. Your Toys, also mein Spielzeug. Gibt es einmal das hier? Bunny ist Healing plus 5. Nightmare ist Attack plus 2. Pirate Cell plus 3. Das da ist keine Ahnung. Ich gehe mal gerne auf Attacke. Ich mache gerne Damage. Bunny Healing plus 5 ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, was besser ist. Den letzten Hit zu machen oder dass man sagt so, hey, es ist gut, dass es mich 5 heilt. Geht das Heilen dann viel, viel schneller? Also Sellpreis plus 5 ist mir egal. Also Bunny? Oder Nightmare Attack plus 2. Ist es immer plus 2 und das plus 5? Ich glaube, ich nehme Bunny. Mal ganz spontan, so nach 5 Minuten weiß ich schon, was ich will. Ist doch gut. Seit wann ist da ein neues Intro? Das habe ich letztens nicht gesehen. Krass! Dann habe ich hier wahrscheinlich schon das Update. Oder ich habe das einfach letztens geskippt. So, da bin ich. Ich habe keine Ahnung mehr. Hallo! What's the matter? Where is everyone? Was ist los? Wo ist jeder? Keine Ahnung. Hey, is everyone alright? Ist jeder alles? Sind alle okay? It isn't safe to talk here, but my house survived the attack. Es ist nicht. Also, es ist nicht sicher hier, aber sein Haus hat die Attacke überlebt. Meet me there and I'll tell you what happened. Triff mich da und ich erzähle. Triff mich da. Triff mich da und ich erzähle dir, was passiert ist. So, also ich bin natürlich kein Pro, nicht im Englisch, aber einigermaßen geht schon. So ein bisschen Zeug noch mitnehmen. Wie ging das mit schneller laufen? Weiß ich nicht mehr. Ein Stöckchen. Nehmen wir auch mit. Roland used to make it. A good sword. Hope he's alright. Also Roland hat praktisch gute Schwerter gemacht. Ich hoffe, es ist okay. Gibt's eigentlich ja auch Let's Player, die das schon mal auf Deutsch Let's Played haben? Bestimmt. So, das hier nehmen wir mit. Nehmen wir Flinten mit. Nehmen wir das auch nochmal mit. Da ist noch ein Stöckchen. Moment, ist es ja noch Tag. Ja, die Zeit vergeht hier halt auch wie im Fluge. Ah, und jetzt, nachdem es so heiß war die ganze Zeit, immer dachte ich mir so, hey, ich könnte ja mal ein Spiel mit Schnee spielen.
Also, was haben wir hier? Mich nervt das halt schon ein bisschen, dass ich nicht weiß, wie man rennt. Achso. Ich glaube, ich habe vorher gerade, also ich habe vorher gerade ein Let's Play angeguckt von einer Let's Playerin. Und ich glaube, die ist gerannt. Ich weiß es nicht. So gut. Und da ist sein Haus. Schau mal schnell zum Haus. The only house to survive in this way. Okay, das ist das einzige Haus zu überleben. Upsa. Gut. So, hallo. So, what did you want to tell me? Was wollte ich dir erzählen? Was wolltest du mir erzählen? I told them I warned everyone that they were coming. Black, twisted creatures of the night. I had seen them before. Ich habe jedem erzählt, dass die praktisch kommen, sagt er. Schwarze Kreaturen, die halt in der Nacht kommen. But nobody listened. They called me old, but they called me crazy. Keiner hat zugehört, die haben mich alt genannt und ja, die haben mich verrückt genannt. Then it happened. I awoke to a terrifying sound. The walls trembled and everything came crashing down. Ja, also dann ist es passiert. Da war ein schrecklicher, ein terrifying Sound, ja, ein, ja, wie übersetzt man das denn? Ja, ein sehr, sehr schlimmer, sehr, sehr schlimmes Geräusch und ja, die Wände haben gewackelt und alles ist zusammengecrashed, zusammengestürzt. Let me guess, the creatures, lass mich raten, die Kreaturen, ja. Black is soothed, like nothing you've seen with eyes that could pierce your soul. Ja, schwarz und ja, nicht sowas, was du schon mal gesehen hast und mit Augen, die wo deine Seele piercen könnten. Ja, the citizens had dreamed about them in their sleep, but this dream was reality. Praktisch die Bürger haben davon geträumt. Nightmares are they were called lately. Wir haben es Albträume genannt. I have learned one thing and you must listen. Ich habe eins gelernt und du musst zuhören. You must prepare for the night, that's when they come. It isn't safe. Also man muss sich praktisch auf die Nacht vorbereiten, weil es ist nicht safe. Also nicht sicher. Gut. Wir gehen mal wieder raus. Und schauen mal. Wir haben hier ein Buch, ein schöner. Ich wünsche mal, die Zeit wird the old man told you about turbine. Make weapons, you are definitely going to need it at night. Gut. Unser Journal. Ja, da waren wir gerade. E wie Inventory. K wie Skill. Da. C wie. Ist das C? Ja, es ist C. Wow! C wie Crafting, Wooden Stick. Great. Yay, ich habe einen Wooden Stick. Eine Axt. Machen wir auch mal. Kann ich auch eine Schaufel machen? Nein, da brauche ich noch ein paar Stöckchen. So, mal das Inventar aufmachen. Dann haben wir das Stöckchen. Da haben wir die Axt. Ernten. Das dauert auch ein bisschen. So, wunderbar. Schön mitnehmen. Setzling nehmen wir auch mit. So, das nehmen wir mit. Ich bin eine Schaufel. So, wann ist es denn Nacht? Ich fühle mich so langsam. Ich fühle mich so langsam. Oh, da gibt es Beeren. Die können wir verzehren. Ahaha, ich habe gereimt. So, nochmal ein Stöckchen. Das haben wir auch.
Das Gute ist, ich habe es davor schon mal gespielt, also ich kenne mich schon ein bisschen aus. Ich weiß also praktisch, dass ich, was soll ich sagen, dass ich Sachen anpflanzen kann, genau. So, das hier ist was zum Essen, das Gras, alles kann man auch für andere Sachen auch brauchen. Ich bin eine Schaufel, weil dann kriege ich die Samen raus. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Bleiben wir über Nacht draußen? Könnten wir. Also. Die Schweine sind nicht aggro, die sind nur aggro, wenn man sie anschlägt. So, Snow Village. Snowville. Cool, ich kann das Portal aktivieren. So, Nummer 2. Mach mal. Wie mache ich den Baum nochmal? Genau so. Ich habe ihn doch vorher gerade gegen kaputt gemacht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es geht. So. Hier nochmal. Bäumchen. So. Da haben wir auch noch ein Bäumchen. So, jetzt ist es gleich Nacht. Nein, den wollte ich noch nicht wegmachen. Also es ist schon ein süßes Spiel. Mir gefällt. So, hier noch ein Bäumchen. Es gibt auch Punkte, wo ich nicht weitergekommen bin. So, das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Jetzt ist es gleich Nacht. Die Geister. Im Moment ist es noch einigermaßen gut, aber ja. Ich hoffe, da kommt jetzt dann kein großer Geist gleich. Da ist schon ein Geist. Ja, okay. Ja, ja, ist gut. Stirb. Ein Eis! Deine Notiz. Manchmal gibt es da Eis. Achso, ja. Hier, eh. Ich möchte gerne diesen Baum hier fällen. Genau. Haha, du kannst nicht zu mir. Gut, wäre es halt, wenn die schon jetzt dann irgendwo in der Nähe sind. Weil dann könnte ich gleich schon mal. Oh, die Slime schlafen in der Nacht. Dann könnte ich schon mal ein bisschen. So. Die kaputt machen. Schauen wir mal raus. Da ist einer. Komm. Machen wir dich kaputt. Der Combat ist halt nicht unbedingt so das wahnsinnig gute. Ich bin Level Up. Gab's da irgendwas? Nein. So, ich wünschte, das Leben würde sich regenerieren. Ist aber leider nicht so. Ah, da haben wir noch ein Stöckchen. Nehmen wir mal mit. Oh, mal zu essen mit. So, stirb. Ich hoffe, das Kind nervt nicht. Ich weiß nicht, ob das auch ohne. Da. Ich habe es nur gerade kurz mal versucht, ob es ohne Klicken geht. So. Da ist wieder eins. Die droppen ab und zu halt auch Crafting-Rezepte, was halt relativ gut ist. Von daher versuche ich jetzt gleich schon mal ein bisschen weiterzukommen. Damit ich dann gleich schon mal ein paar Crafting-Rezepte habe. So, nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Es wird halt dann blöder, wenn jetzt einmal die größeren Albträume kommen, weil, ja. Dann wird's auch schwieriger. So, und? Wieder ein Crafting-Rezept. Eine Mana-Blume, also eine Eisblume. So, da ist auch wieder eine. Wir
heißt, es ist schon wieder Tag. So, dann nehmen wir auch nochmal ein paar Stöckchen mit. So. Wunderbar. Bringen die Schleims mit dem Hütchen mehr? Mal schauen. Ich glaube, es geht auch, wenn ich immer 1 drücke. Weiß ich nicht. Ah, die bringen Geschenke. Du, ein Geschenk für mich. Giftbox. So, Wooden Sword. Wooden Shield. Quest Item. Things are going according to the plan, but the witch saw everything. Find her and kill. Die Witch, wie heißt, die Hexe hat alles gesehen. Jetzt muss ich zu der gehen. Ich hab gereimt. The witch must know something, I have to find her. Also, die Hexe weiß was und ich muss sie finden. Maybe the old man knows where she is. Vielleicht weiß der alte Mann, wo sie ist. So, kann ich zufälligerweise... Da haben wir einmal ein Wooden Sword. Dann brauchen wir einmal einen... Stück und einmal das hier. Das haben wir, die Axt. Dann kann man eine Schaufel. Machen wir gleich mal eine Schaufel. Und eine Pickaxt. So, was haben wir da dann noch? Ein Wooden Sword braucht eine... Und ein Wooden Stick braucht das auch. Wie machen wir denn da Wooden Stick? So, jetzt können wir eine... Was würde ich tun? Das, genau, braucht eine Workbench. Da gehen wir dann gleich zu dem Tipi. Der kann uns das dann gleich zeigen. So. Einmal die Pickaxe. Einmal die Schaufel. Was ist denn die Schaufel? Da. Schaufel. So, ich habe rausgeklickt. Hier, Giftbox. Ja, Christmas, so was kann ich damit machen? Ah, das ist Dekoration. Dekoration, Dekoration. Weg damit. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal in Zeitlupe hier weiter, nehmen ein paar Stöckchen mit. Ist immer gut. Ah, mit Shift rennt man. So. Ein bisschen Schnee mitnehmen. Das nehmen wir auch mit. Ach ja. Und die Samen. Das nehmen wir mal mit. Der Busch nehmen wir auch mit. Ja. Das nehmen wir mit. So. Das hier auch. Dann fangen wir nämlich demnächst mal an, Häuschen zu bauen. Das ist immer gut, wenn man gleich Essen dabei hat. Das brauchen wir ja dann eh. So. Zum Thema Essen. Ich sollte mal was essen. Inventar. Wir essen das hier. Nom nom nom. So, immer schön essen. Nummer auf 50. Mana-Blume. Und ja, dann würde ich sagen, habe ich schon Stöckchen auch genommen? Weiß ich nicht. Nehmen wir noch ein bisschen hiervon. Ein bisschen Stein. Ich weiß ja nicht, was ich da alles craften kann. Schon lange nicht mehr gespielt. So. Ah. Geht schon schnell, aber das kostet halt dann auch wieder ein bisschen Energie. So. Gibt's hier noch irgendwo was? So ein Hühnchen. So. Da, den Stein weg. Jetzt muss ich niesen. Tut mir leid. Ach, es ist kalt, ich muss niesen. So ungefähr. So, jetzt ist es dann gleich wieder Nacht. So. Dann gehen wir mal schnell zu dem alten Typi.
Oh, da ist ein Einzelner. Oh, eins Leute. Ah. Wow, what? Du machst so viel Damage? Ist ja nicht nett. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Ich bin voll. Verdammt. Ich geh mal kurz und mach mal eben schnell zur Workbench. Hier. CV Crafting. Ich möchte ein Wooden Schwert. So. Jetzt habe ich immer noch zu viel. Gut, ich schmeiß mal eben kurz das hier raus. Dem das Geschenk. So. Das ist echt kacke, dass ich jetzt nicht mehr so viel habe. Ah! Ich kacke, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also, ich gehe mal erstmal zu dem Typi.